Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Escape-Sequenzen sind unser Thema heute. Nun, Escape-Sequenzen sind also da, um spezielle Zeichen in eine Zeichenkette unterzubringen. Also wir haben gesehen, Zeichenketten werden mit doppelten Anführungszeichen zum Beispiel gemacht. Was ist, wenn ich ein doppeltes Anführungszeichen ausgeben möchte? Nun, da bediene ich mich einer sogenannten Escape-Sequenz. Was ist jetzt so eine Escape-Sequenz? Eine Escape-Sequenz startet immer mit einem Backslash. Ja? Das ist der Start einer sogenannten Escape-Sequenz. Ja? Das ist der Start, das immer mit einem Backslash. Und dann schreiben wir da hinten irgendein Zeichen. Ja? Ich mache jetzt praktisch nur so einen Ringel, dass wir sehen, okay. Und das ist praktisch das Ende oder Vervollständigung. Ich schreibe Vervollständigung. Der Sequenz. Und jedes von der Sequenz repräsentiert eigentlich genau ein Zeichen. Ja, also eine Escape-Sequenz repräsentiert ein Zeichen. Jetzt gibt es verschiedene Escape-Sequenzen. Ja, also zum Beispiel gibt es die Escape-Sequenz Backslash und dann doppeltes Anführungszeichen. Ja. Was wird das repräsentieren? Das doppelte Anführungszeichen. Ja? Repräsentiert das Zeichen, zack, zack, doppeltes Anführungszeichen. Ja? Und jetzt, ich schreibe jetzt einfach ein paar auf. Ich meine, einfaches Anführungszeichen ist ebenfalls klar. Gell? Zack. Das ist das einfache Anführungszeichen. Zack. Ja. Was haben wir dann noch? Was ist, wenn ich einen Backslash machen will? Ja. Backslash, das ist übrigens Backslash. Ja. Das Zeug heißt Backslash. Schreibe ich nachher. Das normale Schrägstrich ist ein Slash und das ist halt der Backslash, weil er in die verkehrte Richtung geht. Dann mache ich da hinten, zack, einen zweiten dazu. Ja. Das ist Backslash. Weil das erste startet ja praktisch die Escape-Sequenz. Naja, und dann mache ich einen zweiten dazu, dass abgeschlossen ist. Ja. Aber es gibt nicht nur solche Zeichen, es gibt ja zum Beispiel auch einen Tabulator. Ja. Zack, und dann schreiben wir hinten ein T. Das ist der horizontale Tabulator. Also einrücken, um einen Tab einrücken. Ja. Das gibt es interessanterweise auch vertikal. Schrägstrich V ist der vertikale Tabulator. Ja, das ist gut, wenn man Tabellen ausgeben will zum Beispiel. Ja, was haben wir dann noch? Dann haben wir Schrägstrich B. Backspace. Die Backspace-Taste auf, dass du das Pfeilchen nach links. Ja. Backspace. Dann haben wir noch relativ häufig angewandt
Schrägstrich N, New Line, gehe in die nächste Zeile, New Line, Zeilenwechsel, ja. Und dann haben wir nur Schrägstrich C, nein, Schrägstrich R, Entschuldigung, Carriage Return. Das ist, geh aufs erste Zeichen. Die zwei gemeinsam geben praktisch so ein Enter, was man normalerweise eingibt. Enter, nächste Zeile, back, mein erstes Zeichen. Okay? Ja. New Line Carriage Return. Gibt praktisch so Enter. Ja. Dann gibt es so Escape-Sequenzen, die machen eigentlich, wenn man eine Bildschirmausgabe gibt, keinen Sinn. Da gibt es zum Beispiel einen Schrägstrich F, ja, der Form Feed, das ist Blattwechsel. Nächstes Blatt. Das macht zum Beispiel Sinn bei einem Drucker. Ja. Den schicke ich Form Feed und der boop, geht zum nächsten Blau. Ne? Und dann gibt es, was ebenfalls bei einem Drucker Sinn macht, ein Schrägstrich A, das ist Alarm. Alarmzeichen. Dann piepst der. Ne? Oder macht irgendein akustisches Geräusch, wenn ich ein Alarmzeichen, gibt es ein eigenes Zeichen dafür. Ne? Also die da machen keinen Sinn bei Bildschirmausgabe. Ja, und dann gibt es natürlich Zeichen, die kann ich über die normale Tastatur nicht erreichen. Ja? Oder schon erreichen, aber die sind halt spezielle Zeichen. Zum Beispiel das Escape-Zeichen, sowas, die Escape-Taste, sowas. Wie kann ich sowas machen? Nun, ich kann zum Beispiel schreiben Schrägstrich und dann schreibe ich ein X, ja? Und dann schreibe ich zwei Zahlen. Ja? Das ist der ASCII-Code eines Zeichens. Zum Beispiel Schrägstrich X1B ist die Escape-Taste. Okay? Und was ich nun machen kann, ist Schrägstrich X und dann 4 hexadezimale Zahlen. Hex, gell? Das ist ein Unicode-Zeichen. Ja, und das sind die Escape-Sequenzen. So, es gibt dann noch ein paar, zum Beispiel das Schrägstrich Fragezeichen, das macht ein Fragezeichen, da fragt man sich, warum ist ein Fragezeichen kein Fragezeichen. Nun, es gibt irgendwelche Befehle, da sind haben Fragezeichen spezielle Formen, ja. Braucht man sehr selten, deswegen schreibe ich es da gar nicht hin. Ja. Erwähnt möchte ich es haben, dass es Schrägstrich-Fragezeichen auch noch gibt. Aber mit denen da, ich denke, da sollten wir das aus langen Fingern. Fingen. Ja? Ich finge, es ist genug für dieses Video. Ist es genug? Das nächste Video kümmert sich schon um sogenannte Schleifen. So eine spezielle Form der Schleife, die Do-While-Schleife, als erstes Beispiel der Schleifen. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.